Sehr verehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wenn Marxisten Sozialisten darin überholen, Wohltaten zu verteilen, muss man auf der Hut sein. Denn am Ende des Tages bleibt meist für keinen von uns mehr etwas übrig. Der Antrag der LINKEN erfasst das ursächliche Problem nicht, welches die SPD unter Gerhard Schröder seinerzeit angehen wollte und Mittel und Wege gesucht hatte, aus einer wirtschaftlich schwächelnden Lage wieder hinauszukommen. Das ursächliche Problem war, dass schlicht Arbeitsplätze fehlten und man mit Fordern und Fördern meinte, Anreize zu schaffen, während zeitgleich Unternehmen entlastet werden und Arbeitsplätze dann zur Verfügung stellen. Da dies eben nicht so wie gewünscht geschehen ist, war das Fordern und Fördern für die Katz, vielen lieben Dank, und hat ein großes Stück weit zu einer Kannibalisierung im Niedriglohnsektor geführt. Wo keine Arbeitsplätze entstehen, kann man halt nun mal fördern und fordern, wie man will. Richtig ungerecht wird es aber, wenn die Bezugsdauer von Arbeitslosengeld I nicht an die Dauer der Vorbeschäftigung gekoppelt ist. Noch heute wird diese Gesetzgebung als großer Erfolg gefeiert, und die Situation am heutigen Arbeitsmarkt, die CDU betont ja immer, dass es so viele sozialversicherungspflichtige Stellen gibt wie nie zuvor, bejubelt. Mancher SPD-Politiker blickt noch mit Stolz auf diese Ära und hat dabei nicht begriffen, dass dieser Verrat am Arbeitnehmer und vielen Kleinselbstständigen der Beginn des Niederganges der SPD gewesen ist. Mit Fug und Recht, meine Damen und Herren, darf Gerhard Schröder in den Spiegel schauen und sich als Totengräber der SPD bezeichnen. Im Übrigen ist auch die Linke mitverantwortlich für die Situation in unserem Land. Und auch darauf möchte ich zu sprechen kommen. Sie sind es, die die Kosten für ich werde keine Herr Schalauske, wenn Sie das Wort Flüchtlinge hier drin hören, dann drücken Sie einen roten Butter. Wasser. Ja, das ist auch nicht. Sie sind es, die die Kosten für Unternehmer immer weiter erhöhen, und Sie sind es, die Sie durch Ihre ideologische Politik die Bereitschaft der Menschen in Deutschland abgesenkt haben, überhaupt ein Unternehmen zu gründen und in ein mittlerweile nicht unerhebliches Risiko zu gehen. Nur noch, ja, die armen Unternehmer. Hören Sie mir doch einfach zu, dann können Sie ja danach sagen, ob Sie mit einverstanden sind oder nicht. Nur noch 25% der Deutschen können sich vorstellen, ein Unternehmen zu gründen. Warum wohl? Weil man als Unternehmer in Deutschland, wenn man erfolgreich ist, so hoch angesehen wird? Nein, da hört man die armen Unternehmen. Wohl eher nicht. Denn wenn jemand erfolgreich ist, sind Sie zur Stelle und möchten verteilen, was andere mit einem großen Risiko erwirtschaftet haben. Also, oh, ausgebeutet. Die Zeiten des Klassenkampfes, also, die sind lange vorbei. Herzlichen Glückwunsch zu dieser Partei und zu diesem herzlichen Glückwunsch zu dieser Politik. Es gibt für mich keine kleinen und keine großen Männer. Herr Frömmrich, vielleicht ist das bei Ihnen so. Für mich sind alle Menschen gleich. Sie mögen die unterscheiden. Für mich sind alle Menschen gleich. Wenn Sie sich wieder beruhigen, könnte ich meine Rede fortfahren. Das wäre sehr nett. Ich habe ja auch darauf geantwortet, aber meine Rede möchte ich bitte gerne weiterführen. Herzlichen Glückwunsch zu dieser Politik, meine Damen und Herren, für die Sie alle von den etablierten Parteien die Verantwortung tragen und nicht bereit sind, diese Verantwortung auch zu übernehmen, um notwendige Veränderungen vorzunehmen. Vielmehr sind Sie es, die eine energiepolitische Wende eingeleitet haben, die genau zu dem führt, was DIE LINKE hier im Antrag beklagt, Energiesperren. Mit normalen Gehältern und ohne Unterstützung ist Energie bald nicht mehr zu bezahlen. Also erhöhen wir die Unterstützung derjenigen, die keine Arbeit bekommen, und alles ist gut? Oder müssen wir dann auch andere unterstützen, sodass am Ende dieser Politik die Leistungsträger der Gesellschaft die Unterstützung anderer tragen, während sie selbst die hohen Preise bezahlen müssen und am Ende des Monats nicht viel mehr haben als diejenigen, die unterstützt werden? Das ist das Gegenteil eines Leistungsgedanken, meine Damen und Herren. Das ist Herr Richter, lassen Sie eine Zwischenfrage der Kollegen zu. Nein, nicht. Weil ich schon so viel Zeit verloren habe, bitte nicht. Das ist nicht zu finanzieren, meine Damen und Herren. Und selbst Sie, meine Damen und Herren von den LINKEN, können die Nettosteuerzahler in diesem Land nicht unendlich für ihre sozialistischen Träumereien bluten lassen. Was ist mit der Menschenwürde derer,
die jeden Tag durch die Arbeitswelt hetzen, von morgens bis abends rackern und aufgrund der ganzen durch ihre Politik gestiegenen Kosten und immer höherer Steuern und Abgaben nicht mehr ein- und nicht mehr auswissen. Was ist mit diesen Menschen? Verraten Sie uns doch einmal, wie Sie das alles finanzieren möchten, wenn Sie zeitgleich die Schlüsselindustrien systematisch zerstören, die unser Land überhaupt noch aufrechterhalten. Verraten Sie uns doch bitte, wie Sie eine existenzsichernde Mindestsicherung hinbekommen wollen, wenn die Arbeitslosigkeit weiter ansteigt und die meisten Menschen nur noch von der Substanz leben möchten. Dafür haben Sie keinen Blick, und Sie haben auch keinen Blick für Unternehmer, die privat für ihre Rente vorgesorgt haben und aufgrund der Nullzinspolitik sich regelrecht ausrechnen können, bis sie in die Mindestsicherung hineinfallen. Dieser Antrag ist an sozialistischem Populismus schlicht nicht zu überbieten, weil er nicht darstellt, was Sozialpolitik im Kern immer ist und immer sein wird, Umverteilung. Um eine gute Sozialpolitik betreiben zu können, müssen die Rahmenbedingungen für die Menschen dergestalt sein, dass sie eine vernünftige Arbeit bekommen können und dass sie über die Sicherungssysteme in Notsituationen abgesichert sind. Wenn die Politik in Deutschland aber so gestaltet wird, dass Notsituationen für die Menschen bereits zur Normalität gehören und man deswegen immer mehr Umverteilung fordern muss, dann sind alle politischen Bestrebungen gescheitert, die ein menschenwürdiges Dasein sichern. In manchen politischen Weichenstellungen in Hessen, und das geben wir zu, ist für uns auffällig, dass in der Tat erkannt wird, dass wir gesellschaftlich andere Wege gehen müssen. Aber man ist nicht konsequent genug, weil sich niemand traut, den Menschen die Wahrheit zu sagen. Ihnen allen ist völlig bewusst, dass die jetzige Politik auf Bundesebene so lähmend ist, dass wir als Landespolitiker und die kommunalen Selbstverwaltungen in Hessen keinerlei Chancen mehr haben, politische Rahmenbedingungen zu setzen, die die Situation in unserem Land verändern und wir wieder einen wirtschaftlichen Aufschwung erleben. Die Dekarbonisierung unseres Landes wird massiv durch Sie fortgesetzt und unsere Jugend dergestalt indoktriniert, dass unternehmerisches Denken völlig minimiert wird. In Hessen hat man durchaus verstanden, und hier lobe ich die Koalition ausdrücklich, dass Forschung und Technik unsere Zukunft sind. Das durften wir bei der Innovationspreisverleihung sehen. Nur wird dafür zu wenig getan, und die Bundespolitik zieht hier leider nicht dergestalt mit, dass wir über neue Industrien und Techniken mehr Arbeitsplätze schaffen, als wir derzeit verlieren. Das aber muss Kern unserer Politik sein, und nur auf diese Weise, wenn wir beginnen, die Fehler der derzeitigen Politik rückgängig zu machen, können wir überhaupt wieder eine vernünftige Sozialpolitik gestalten. Wir als AfD sind uns der Problematik mehr als bewusst, haben uns genau aus diesen Gründen und einer desaströsen Europapolitik gegründet und konnten Millionen Wähler gewinnen, weil diese eben genau wissen, dass die Umverteilung, wie sie hier von den LINKEN gefordert wird, ökonomisch nicht machbar ist. Hören Sie also auf mit Ihrer desaströsen Energiepolitik, sodass Energie wieder bezahlbar wird. Hören Sie auf damit, unsere ökonomische Basis zu zerstören, und beenden Sie Ihre ideologische Politik. Beginnen Sie damit, unsere Umwelt wieder realpolitisch zu schützen, indem Sie die Landwirtschaft nicht auch noch völlig in den Ruin treiben, sondern sie als das sehen, was sie ist, unsere Grundversorgung. Legen Sie mit uns Bausteine für wirtschaftliche Rahmenbedingungen, aus denen neue Unternehmensgründungen stattfinden, und beteiligen wir daran Bürger direkt, damit sie partizipieren und auf diese Weise alle Seiten profitieren. Hören Sie auf damit, Wohnen durch Ihre Politik immer teurer zu gestalten, und verteufeln Sie nicht diejenigen, die Wohnraum anbieten. Armutsbekämpfung beginnt dort, wo Menschen eine Auswahl an auskömmlicher Arbeit haben, wo sie nicht gegeneinander ausgespielt werden und dass Menschen ab 50 nicht bereits zum alten Eisen gehören und man ihnen sagt, sie sollen bis 67 arbeiten, aber keiner sie mehr einstellt. Das sind die Probleme, von denen die meisten Menschen stehen. Diese müssen gelöst werden, und sie werden nicht durch ein Papier gelöst, welches erst dann zum Zuge kommt, wenn alle Stricke gerissen sind. Auch das ist typisch linke Politik. Sie betreiben keine Politik, die die Ursachen der Probleme beseitigt. Sie betreiben mit anderen eine Politik, die Probleme schafft, und schreiben dann Antrag um Antrag, damit diese Probleme wieder gelöst werden. Ich bin sofort beim Schluss.
Wir als AfD wollen eine Politik mit dem Ziel, dass die Probleme ursächlich gelöst werden und die Menschen in Frieden, Freiheit und Wohlstand leben können. Das, meine Damen und Herren, ist unser politischer Ansatz. Vielen Dank.